Ich lese gerade Schloss der Engel. Ich bin noch nicht durch, muss ich fairerweise sagen, aber ich habe auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte gelesen und deswegen gibt es jetzt meinen Leseeindruck. Worum geht's? Es geht um Linde, genannt Lynn, die aus Italien nach Deutschland kommt, um dort auf einem Internat ihr Abschlussjahr zu machen. Eigentlich sind noch 2 Wochen Ferien, aber sie wird komischerweise schon am nächsten Tag direkt in den Unterricht geschickt. Und was noch merkwürdiger ist, ist, dass dieser Unterricht nicht etwa aus Mathe, Englisch und Deutsch besteht, wie man das aus der Schule so kennt. Nein, es kommt Lanzentraining, Mentaltraining und Flugtraining vor. Genau das habe zumindest ich gedacht beim Lesen und ich glaube, das würde auch jeder andere denken, nicht so Lynn. Denn ihr wurde zumindest ein unheimlich gut aussehender und vor allem, das betont sie immer wieder, gut riechender Mentor zugeteilt, der gute Christopher. Und wie kann es anders sein? Natürlich verliebt sie sich sofort in ihn. Soweit, so gut. Tatsächlich macht Lynn den ganzen Unterricht brav mit, obwohl sie natürlich auf ganzer Linie versagt. Vor allem beim Flugtraining. Aber dann eröffnet ihr Christopher etwas, womit keiner gerechnet hätte. Nämlich, diese Schule ist ein Internat für Engel in der Ausbildung. Und er selber ist natürlich auch ein Engel. Moment, heißt das, Lynn ist auch ein Engel? Das jedenfalls sagt man ihr, als man sie im Flugtraining von einem Baum hüpfen lässt und erwartet, dass sie ihre Engelsschwingen ausbreitet und davongleitet. Was natürlich nicht passiert, sie fällt hin. Tot sein will ja auch erstmal gelernt sein. Ihr ahnt es schon, jetzt fängt meine Kritik an. Und ich muss ehrlich sagen, bei dem Buch weiß ich gar nicht so recht, wo ich mit der Kritik anfangen soll, denn es ist so falsch. Es ist alles so falsch. Das fängt ja schon damit an, dass Lynn nie, nie irgendetwas hinterfragt. Ganz ehrlich, wenn ich auf ein Internat mit so merkwürdigen Fächern kommen würde, dann würde ich mich doch als erstes schon mal fragen, was zum Henker ist hier eigentlich los? Flugtraining? Was? Dann wird ja eröffnet, dass alle um sie herum Engel sind und sie auch einer werden soll. Ganz normale Frage, Leute. Es gibt Engel wirklich? Und natürlich nicht zu vergessen, würde mir jemand eröffnen, dass ich ein Engel werden soll und folglich tot bin, dann würde ich mich doch mal fragen, wie ist denn das passiert? Oder ich würde mal an meine Familie denken oder überhaupt mal nachdenken. Aber ganz ehrlich, Denken ist scheinbar nicht Lynns Stärke. Ich meine, immerhin hat sie ja auch Christopher. Wen interessiert dann schon die eigene Familie, das eigene Ableben oder sonst irgendwas? Solange sie ihn nur anhimmeln kann, ist ja alles top. Und schließlich ist Christopher auch immer gerade zufällig in der Nähe und kann sie retten, wenn sie wieder in Schwierigkeiten gerät, was im Übrigen ziemlich häufig passiert. Und von daher ist es ja gut, dass Lynns einzige Begabung zu sein scheint, Christopher aus weiter Entfernung zu riechen. Jawohl, Christopher riecht so gut, dass sie seinen Geruch unter Tausenden erkennt und 3 Kilometer gegen den Wind. Na gut, das war jetzt übertrieben. Aber sie kann ihn auf jeden Fall riechen, bevor sie ihn sieht, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Aber jeder kann ja irgendwas besser als ein anderer, ne? Ja, wäre es also wenigstens nur eine etwas dümmliche Protagonistin, mit der man hier in Schloss der Engel leben muss. Aber nein, es geht noch so viel mehr schief. Da wären zum Beispiel die nicht zu übersehenden Parallelen zu den Harry Potter Büchern. Ich meine, der Unterricht an diesem Internat ist zwar für Engel ausgelegt, aber irgendwie beschleicht einem beim Lesen doch das Gefühl, dass man das schon mal alles gelesen hat. Ich meine, die Fächer, die Lehrer, es erinnert doch sehr stark. Zum Beispiel an den Kräuterkundeunterricht bei Harry Potter, das Flugtraining, ich weiß nicht. Jedenfalls könnten diese ganzen Sachen, die dort in diesem Internat passieren, auch eigentlich genauso auf einem Zauberinternat, nennen wir es mal Hogwarts, passieren. Es ist alles ein bisschen aus den J.K. Rowling-Büchern abgekupfert und umgeschrieben auf Engel. Ziemlich schmunzeln musste ich, als Lynn bei einem der typischen Engelsspielarten, Sportarten zuguckt. Und zwar ist das ein Spiel, in dem Engel über ein großes Spielfeld fliegen und versuchen, Ringe in Gefäße der gegnerischen Mannschaft zu bringen. Klingt ein bisschen nach Quidditch. Ist auch ein bisschen wie Quidditch. Also, wie ich das gelesen habe, so dachte ich, das könnte eigentlich auch 1:1 aus einem Harry Potter Roman abgeschrieben sein, nur die Begriffe wurden ein bisschen geändert und anstatt Tore gab es halt Gefäße und anstatt Bälle gibt es halt Ringe. Eins muss man den Autorinnen also lassen. Super Kopie, wenn auch nicht einfallsreich. Wo man nicht so genau weiß, ob man jetzt weinen oder lachen soll, ist die absolute Opferrolle von Lynn. Sie tapst wirklich wie ein unbeholfener Welpe durch die Welt und muss ständig gerettet werden.
Und sowieso, sie muss ja eigentlich von nichts wissen, denn ihre Rolle ist einfach die des verliebten, tollpatschigen, hilflosen Mädchens in der Not. Und da passt es irgendwie ganz gut, dass ihre Mentoren und die Lehrer und alle in dem Internat ihr immer ein bisschen Tee verabreichen, von dem sie komischerweise einschläft. Moment. Die geben ihr da Drogen. Naja, vielleicht nicht Drogen, aber zumindest Schlaftee und andere komische Sachen, die in ihren Tee gemischt werden, von denen sie Halluzinationen kriegt und wegdämmert und... Naja, jedes Mal, wenn sie aufwacht, ist zum Glück ihr Ritter in scheinender Rüstung, nämlich Christopher, zur Seite und alles ist wieder gut. Da muss man auch gar nicht fragen, warum das da passiert. Was das eigentlich für einen Sinn hat? Nein, egal, Christopher ist da und er riecht ja so gut. Ihr seht also, das Buch ist von mir eine glatte Nicht-Empfehlung. Und ich muss gestehen, es graut mir schon ein bisschen davor, das Buch weiterzulesen. Aber ich möchte natürlich wissen, wie es ausgeht. Und um eine qualifizierte Meinung abgeben zu können, muss ich es natürlich auch bis zum Schluss durchhalten. Habt ihr das Buch vielleicht schon gelesen und fandet ihr es auch so grausam oder fandet ihr es vielleicht sogar gut? Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann würde ich von euch doch gerne mal wissen, was bis jetzt das allerschlechteste Buch war, was ihr dieses Jahr gelesen habt. Denn ich muss leider sagen, Schloss der Engel ist bei mir ein ganz starker Anwärter auf diesem Platz. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder. Da gibt es dann, wie schon angekündigt, mein Halloween-Special und keinen Vlog. Deshalb habe ich auch heute nur mal ein bisschen gelabert. Und ja, euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut!